Hallöchen, Leute, ihr blickt gerade auf etwas, worum es heute mal gehen soll und auch dem C64. Was ihr da seht, ist der EEPROM-Chip von einem 27C256, ein 32 Kilobyte EEPROM. Und dafür brauche ich eine spezielle Lampe, um den zu löschen. Sonst könnte ich euch das gar nicht zeigen. So, schalt mal wieder auf die andere Kamera. Das ist der Chip, wo ihr gerade reingeguckt habt. Das wäre der Chip. Ich habe noch viele andere. Ich habe hier noch ein 27C010A. Da ist auch so ein Fensterchen drin. Dann habe ich hier noch ein M27256. Der ist noch daneben. Dann hätte ich hier noch ein. Das ist auch ein 27C256. Und dann habe ich hier noch einen ganz großen. Da ist das Fenster unten. Das ist ein M5M27C402K. Den kann ich nicht programmieren. Damit kann ich nichts anfangen. Da habe ich keinen passenden Programmer für. Zu dem Programmer komme ich gleich noch. Hier habe ich noch einen. Ist auch das Fensterchen unten. Das ist ein 27C010A. Das sind EEPROMs, UV-löschbare EEPROMs. Und dazu brauche ich eine spezielle Lampe, und zwar eine UV-Lampe. Ich habe hier eine UV-Lampe. Die macht auch UV-Licht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann die da auch drauf halten und kann dann mit dieser UV-Lampe 10, 12, 24, 48 Stunden warten, bis die mal irgendwie gelöscht sind. Weil dies ist nicht richtig UV. Doch, es ist schon UV. Es müsste UVA und UVB hier rauskommen. Aber was ich brauche, ist UVC. Das richtig gefährliche Zeug. Und dafür habe ich mir was gekauft. Es gibt ja direkte UV-EEPROM-Löscher. Die kosten allerdings neu so um die 30 Euro. Ich habe mir was anderes gekauft. Das habe ich jetzt schon modifiziert. Das ist das Ding hier. Ich mache mal die Kamera wieder kleiner. Wird größer. Das ist das Ding. Da ist schon so ein Fensterchen. Da habe ich Aluminiumklebeband reingeklebt. Da steht 11 Watt UV-Sterilizer oder wie auch immer. Das ist fürs Aquarium. Um das in den Filter zu packen, nicht direkt ins Aquarium direkt rein, sondern in den Filter mit UV-Licht zum Sterilisieren vom Wasser, wie auch immer. Hat mich, was waren das jetzt, 12 Euro gekostet oder was? Keine Ahnung. Mit Netzteil dazu, Euro-Stecker. Ich mache das Ding mal kurz an. Da sieht man das. Ich glaube, das ist ein bisschen zu doll. Ich lasse das auch nicht zu lange. Das ist wirklich UVC. 256 Nanometer. Das ist UVC. Wenn ich das Ding volle Möhre hier leuchten lasse, ich brauche bloß eine Stunde warten, dann kann ich den Raum hier nicht mehr betreten. So viel Ozon wäre hier drin. Darum, diese Teile sind saugefährlich. Auch nicht direkt reingucken. Das kann euch fast blind machen. Das Ding brauche ich dann, um die ICs hier zu löschen. Zum Beispiel den hier. Dann nehme ich mir den mal beiseite. War das der? Oder der? Und Moment, ich muss mal was gucken. Es geht um die PIN-Zahl. Das eine ist, glaube ich, 24 und das andere ist ein 28er. Ich glaube, ich brauche den. Den hier, ja. Den kleineren hier, den brauche ich. So. Aber dafür brauche ich noch ein Gerät. Wenn ich jetzt hier gerade wüsste, wo das Gerät hin ist. So, dazu brauche ich noch ein Teil. Und das ist das Teil hier. Aber nicht mit dem IC da oben drauf. Das müsste theoretisch auch ein EEPROM sein. Gucken wir mal mit dem Licht hier.
theoretisch auch ein EEPROM. Ich musste hier mal einen PIN ersetzen, der ist mir abgebrochen. Da steht AVGA2, VGA2 BIOS. Das ist von einer Grafikkarte. Es ist auch ein ROM. Ich kann es auch auslesen als 27C256 oder 512, eins von beiden. Kann ich auslesen. Ich kann das Ding aber weder löschen, also elektronisch löschen, noch sonst irgendwas. Das könnte ein M-EEPROM sein, ein Mask-EEPROM. So in der Art, dass sie hier das Fensterchen einfach zugemacht haben. Wenn da jetzt ein Fensterchen wäre, könnte ich den eventuell auch löschen. Aber das geht leider nicht. So, aber ich brauche das Ding hier. Das Ding habe ich bekommen zu Weihnachten, schon ein bisschen früher, vor Weihnachten. Nennt sich XGQ, wie auch immer, HS Model, Power Run, IC da oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. USB 2.0, HS 480 MHz, Modell T48. Damit lässt sich das programmieren. Warum sage ich C64? Ja, wer mein C64 kennt, der hat ja... Ich nehme jetzt nochmal den Deckel. Dolphin DOS und CBM. Da steckt ja... Ich zeige es mal so. In dieser Anordnung drin. Ja, das Fensterchen ist nicht zu. Da ist schon was drauf. Das werden wir jetzt gleich nochmal machen. Das macht jetzt aber nichts mit dem Licht. Das wird nicht angelöscht. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie das direkt ist. Das ist ein Adapter, ein Umschaltadapter für 32 Kilobyte ROMs. Beziehungsweise 256 Kilobit. Ja, 256 Kilobit sind 32 Kilobyte. Normalerweise ist da ein 16 Kilobyte ROM drin mit dem CBM-Betriebssystem, aber hier ist es umschaltbar, weil obere Hälfte, untere Hälfte kann ich umschalten. Das ist ein Umschaltadapter. Da fehlt ein Pin, da wird zwischen Pin, was war das jetzt, 28, 27? Was waren das jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja, Pin 28 und Pin 27 zwischen Ground und 5 Volt oder so hin und her geschalten, dass der dann die obere Hälfte oder die untere Hälfte nimmt. Hier ist schon was drauf, das machen wir aber gleich mal gemeinsam. Erstmal probiere ich das, ich werde den jetzt nochmal programmieren mit dem, was eigentlich drauf war, dann zeige ich euch das nochmal und dann programmieren wir den mal um, was hier jetzt drauf ist, was ich davor habe. Zeige ich euch gleich. Also das IC kommt dann hier hinein und kann dann programmiert werden. Das Fensterchen nachher wieder zukleben, weil, ja, das ist jetzt hier LED, aber wenn ich jetzt Energiesparlampe zum Beispiel nehmen, dann dauert das ungefähr 3 Jahre, bis der dann unter diesem Licht schon Bitfehler kriegt. Weil da ein ganz minimaler Anteil UV-Strahlung rauskommt. So, ich bereite das jetzt mal alles vor. Muss ich jetzt auf den PC gehen und das einmal fertig machen. Dann zeige ich euch das auf dem C64, was ich meine. Das hat Dolphin DOS, das zeige ich euch. Und dann programmieren wir den mal gemeinsam um. Wie das geht, musste ich erstmal rausfinden und rausgoogeln und vorn raus ausfragen. Und da habe ich es nachher doch noch hingekriegt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den C64 auf dem Tisch habe und ihr das Bild vom C64 seht. Bis gleich. So, Hallöchen, da bin ich wieder. Da ich setze hier... Ich zoom mal drauf, vielleicht kriegen wir es hin. Da ist jetzt das IC, das habe ich jetzt gebrannt, das ist mein C64, dann mit dem Adapter, das ist da drauf. Wie können wir das machen, dass ihr mir glaubt, dass das dasselbe IC ist? Machen wir das hier so. Habe ich doch hier gehabt. Da. Wartet.
machen wir das da mal, den Klebestreifen drauf. So. Ihr seht jetzt noch No Signal. Hier ist die LED von C64. Ich schalte ein. Die leuchtet jetzt auch. Da könnt ihr sehen. Und jetzt seht ihr 64K RAM-System, Commodore 64 Basic irgendwas. Ich kann F1 drücken, 2, 3, 4. Passiert nichts. Das hier ist der Umschalter. Aber es geht nur, wenn ich ausschalte. Ich schalte den aus. Und schalte ihn wieder ein. Und schon haben wir Dolphin DOS 3.0. Das wäre das Original, was hier drauf gewesen ist, wo ich den gekauft habe. Kann jetzt mit 1, glaube List machen oder das ran. Ich glaube, das ist Load, das ist ran. Das ist auch mal Load und das ist List und so weiter. Das kann ich mit den F-Tasten so machen. Kann man ja frei programmieren. So, ich möchte da aber nicht Dolphin DOS drauf haben, weil mit Dolphin DOS müsste ich nochmal Dolphin DOS auf dem Laufwerk schreiben in einem ROM, in ein anderes, zweites ROM, müsste ich das Dolphin DOS reinschreiben und mit einem Parallelkabel über den Userport und all so eine Geschichten will ich aber nicht. Ich habe ja hier auch den Pi 1541, müsstet ihr ja kennen, den Pi 1541. Im Moment ist da jetzt kein Display drauf, das müsste ich nochmal wieder besorgen. Und dann kann ich ja damit eben Images laden. Das unterstützt aber auch JiffyDOS. Da habe ich ein ROM-Image mit JiffyDOS, damit das schneller geht. Und jetzt wisst ihr, worauf die, wo die Reise hingeht. Und zwar möchte ich JiffyDOS hier drauf haben. Ich habe JiffyDOS. Das müsste ich da drauf brennen. Und wie wir das machen, zeige ich euch gleich am PC. Dann kann ich das auch mit dem Pi 1541 zusammen benutzen. Mit JiffyDOS. So, wie mache ich das jetzt am blödesten? Ihr bräuchtet jetzt ein... Ja, ich bereite das vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich brauche den hier, um den das IC zu löschen. Ja, da sehen wir uns wieder. Also ich brauche erstmal JiffyDOS. Mein Laufwerk, das 1541 Laufwerk, was ich ja nochmal bekommen habe von dem einen... Herrn, ich weiß jetzt nicht den Namen. Da müsste ich das auch noch mit reinmachen. Das kommt aber später. Das ist die gleiche Prozedur. Das werde ich nicht extra zeigen. Das habe ich jetzt auch aus Platzgründen nicht hier. Das ist jetzt gerade im Keller in einem Karton, weil ich den Platz brauchte für meinen kleinen Weihnachtsbaum. Aber es kommt noch wieder zurück. Ja, aber erstmal hier den C64C. Das ist der C64C oder C64-2 mit JiffyDOS. Der Broadcasten, die ältere Version davon, der ist noch ein bisschen anders, aber der hier ist relativ einfach. Da braucht man einen anderen Sockel, weil das sind, glaube ich, nur 24 Pin-ROMs, die der C64 hat, der alte. Und das sind 28er hier, 28 Pins. Braucht man einen anderen Sockel, muss man ein bisschen einen anderen Adapter. Es geht damit auch. Also da glaube ich, braucht man aber nicht so wie ich den Kernel und das Basic zusammen. Da braucht man glaube ich nur das Basic. Nee, oder den Kernel. Muss man nur den Kernel umflashen. Wie auch immer. Da gibt es genug Anleitungen im Internet, wie das für den älteren geht, aber für den C64C habe ich nichts gefunden gehabt, großartig. Gut, ich bereite das vor, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wie ich das mit PC und Kamera hier mache, muss ich mal schauen. Also Kamerabild braucht ihr ja hier eigentlich gar nicht großartig. Ist bloß einmal kurz hier das IC drauflegen, löschen. Das dauert so circa 5 Minuten, dann ist es gelöscht. Ich kann es euch noch mal beweisen, auch mit dem hier. Das ist auch UV-Dings.
Ich habe das vorher versucht mit so einem Fingernagel, UV-Trocknungs, wie auch immer, was gedönse Ding versucht. Hier habe ich die LEDs dazu. Da habe ich schon eine LED flach geschnitten. Ich kann hier nochmal anschmeißen. Das wird auch relativ warm. Das ist auch UV. Aber das dauert wirklich 2 Tage, bis das da mal irgendwie Effekte hat. Könnt ihr mir glauben. Also damit geht das bescheiden gut. Also wirklich bescheiden gut. Wenn man nur mal ein einziges IC brennen möchte, ein UV-IC, kann man das mitmachen. Da muss man sich nicht eine UVC-Lampe besorgen oder so einen EEPROM-Löscher. Ich werde mal gucken, ob ich das Ding umgebaut kriege in so eine Kiste mit Schublade. Und vielleicht noch ein Timer dazu, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das Ding war günstig. Man kriegt auch die Röhre einzeln. Die UVC-Röhre kostet ungefähr 10 Euro bei eBay. Braucht man aber noch die Ansteuerung dazu. Und der F-Lose hat da mal was gezeigt. Es gibt viele Wege, um UVC zu machen. Es gibt auch schon direkte UVC-Einschraublampen hier. Sowas in der Art. Sieht aus wie eine Leuchtstoffröhre, aber eben mit dem E27-Sockel ist auch UVC. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber so einen direkten UVC-EEPROM-Brenner, Gehäuse mit einer kleinen Lampe drinne und einem Timer, 30, 40, 50, 60, 90, 100 Euro. Sorry, das mache ich nicht mit. Das ist mir zu teuer. Gut, genug gelabert. Wir sehen uns dann gleich auf dem PC nochmal wieder. Mit dem Bild hier nochmal und dann machen wir das zusammen mit dem Raufbrennen auf das IC. Erstmal das IC löschen und dann neu brennen. So, dann sehen wir uns gleich. So, ich habe das jetzt erstmal soweit alles vorbereitet. Jetzt muss ich hier einmal das IC rausnehmen. Das war das, was jetzt das Dolphin drauf hat. So, das nehme ich jetzt hier nochmal ab. Das muss hier aus dem Dings raus, aus dem Adapter. So, da ist das IC. Können wir nochmal gucken. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt hier auf der Kamera direkt erkennen? Stellt sich scharf, weiß ich nicht. So, das kommt da jetzt drauf. Ja. Ach nee, kann ich euch ja noch mal zeigen, dass das bespielt ist. Da. Es kommt da rein. Mit der Kerbe nach oben. Die Kerbe habe ich gerade abgeklebt, ist egal, aber so passt das. So, dann brauchen wir das Programm dazu. Das heißt hier XG Pro. Das ist halt von dem Programmer. Und jetzt können wir mal einen Blank-Check machen. Ist nicht blank. Ich kann das Ding lesen. Da steht schon CBM Basic 0.A, wie auch immer. Und Input, blablabla. Und das sind... Also es geht wieder da unten hin. Und da unten steht RRBYC. Und das geht hier bis 7FF0. Hat eine Größe von 8000. In Hex, glaube ich. 16-Bit. ZIF-Sockel. Ich glaube, der zeigt das in Device-Info. AM27C256. Flash-Sites. 32.768 Bytes. Also 32 Kilobytes. Wo war denn das hier in...
Ne, da brauche ich nicht. Ich wollte mal gucken. Naja, irgendwie in Hexal zeigt er das halt an. 32 Kilobyte Daumen zeigt das auch nochmal. So, der ist halt nicht leer. So. Ja, jetzt ist er wieder raus. So, dann haben wir das IC, das müssen wir jetzt so löschen. Das machen wir jetzt circa 5 Minuten. Was sagt die Uhr? 46, also bis 10 vor. Die Lampe ist an, könnt ihr gucken. Ich habe das mit Aluminiumklebeband halt zugeklebt, weil ich möchte hier keine riesen Ozonwolke haben. So wenig Licht wie möglich nach außen. Hier am Rand ist noch ein bisschen was offen. Man kann das auch, es reicht schon, wenn man das ein bisschen abdeckt, das reicht schon aus. Auch ein Blatt Papier reicht schon aus, um das abzudecken. So, ich mache jetzt kurz einen Schnitt, dann sehen wir uns 10 vor wieder. Und dann gucken wir, ob das IC leer ist. So, da sind wir wieder. Jetzt sind etwa 5 Minuten vergangen. Ich mache das Dings aus. Das IC wieder in den Programmer. Das ist das gleiche IC. Jetzt sind wir wieder auf dem PC. Jetzt machen wir mal einen Blink-Check. Er sagt, das ist leer. Ich kann noch mal lesen. Ihr seht den Puffer, der ist noch belegt. Und jetzt ist er leer. Also es hat circa 5 Minuten gedauert, dann war das Ding leer. So, und jetzt wollen wir da Jiffy-DOS drauf machen. Ich nehme mal den Ton hierher, dann ist das besser für euch. Dann hört ihr mich besser. Nicht so aus der Ferne. Jetzt wollen wir da Jiffy-DOS drauf machen. Jiffy-DOS müsst ihr euch nicht downloaden, sondern kaufen. Das müsst ihr kaufen. Da gibt es auch schon fertig gebrannte ICs für alles mögliche Versionen. Also für jeden C64. Verlinke ich euch unten rein. Auch die anderen beiden Dateien, die kriegt ihr gedownloadet über Simmers.net. Da sind die ROM-Inhalte vom C64 gespeichert. Und die brauchen wir jetzt auch. Jetzt lade ich mir das Basic-ROM. Das kann man halt downloaden. Das habe ich hier schon am 12.12. gedownloadet. Load normal von bis. Den Rest soll er löschen. Das ist schon mal richtig. Dann steht da wieder CBM Basic. So wie vorher auch. Aber das geht jetzt nur bis circa oder ganz genau bis 2000. Also 1FFF0, also ab 2000 ist wieder Platz. So, und jetzt gehe ich nochmal auf Load. Da kommt der Kernel rein. Auch auf Normal. Und dann glaube ich, war das hier 2000. Aber er soll nicht den Rest löschen. So, und jetzt müsste hier ab 2000 der drinne sein. Vor oben müsste noch das Basic sein. Und das geht jetzt bis 4000. Da müsste dieses RBBY stehen. 4000 RBB oder RRBYC, genau. 4000. Jetzt gehen wir wieder auf Load. Dann kommt wieder das Basic rein. Das ist die untere Hälfte. Das war jetzt die obere Hälfte. Das Original CBM Basic. Jetzt kommt die untere Hälfte. Jetzt ab 4000 kommt wieder das Basic rein. Wir löschen nicht den Rest. Und das geht wie weiter. Nochmal 2000 Dinger weiter. Also ab 6000. Jetzt kommt da Jiffy-DOS rein. Das will ich nämlich in der unteren Hälfte drin haben. Auch normal. 6000. Und ganz wichtig,
Der darf hier den Puffer nicht leeren, also nicht wieder leer machen. So, und der Kernel, das Silvidos ist ein Kernel, der ersetzt den Kernel. Da müsste auch unten wieder RRBY sein. Da ist jetzt der Silvidos drauf. So, das wäre das komplette IC. Die Oberhälfte bis 4000, das normale C64 Basic Kernel Gedönse und ab 4000 dann das Silvidos Basic Kernel Gedönse. So, und das kann ich jetzt programmieren. Mache ich jetzt auf Programmieren. Jetzt programmiert er den Chip. Da sieht man nicht viel, da leuchtet nur eine LED. Hat es auch verified, also verglichen, passt auch. Das hat hier 10.984 Millisekunden. Das müssten 1 Sekunden sein, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Naja, ihr habt ja gesehen, wie lange es gedauert hat. So, das IC ist jetzt programmiert. So, dann kann man das hier aus dem Programm mal wieder rausnehmen. Ja, das macht nichts. Die Löschlampe können wir wegnehmen. Jetzt nehmen wir den Adapter. Die Anleitung zum Adapter, wenn ich sie noch mal finde, mache ich sie mit in die Liste unten rein. Ich verlinke das alles unten. Achso, ihr hört mich ja gar nicht richtig. Machen wir mal so. So, jetzt kommt das IC da wieder in den Adapter. Die Links zu den Adapter, zu den Files und so weiter verlinke ich unten rein. Jetzt kommt das IC da wieder rein. Auf die richtige Polung achten. Pin 1 ist hier oben. So, das ist ein Präzisionssockel. Das sind zwei Präzisionssockel übereinander. So, kommt da wieder rein. Dann kommt das in den C64. Da auch wieder achten. Pin 1 ist da oben. Kommt da jetzt hinein. Fertig. Und wenn jetzt nichts schief gegangen ist, müsste ich theoretisch, wenn ich jetzt hier einmal dahin schalte, ich denke mal der hier, auf die Seite, müsste das normale Basic kommen. Ich mache wieder Dings an. So, ich schalte ein. Kommt Commodore Basic. Das hat funktioniert. F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das funktioniert nicht. Ich schalte ihn aus. Ich schalte um. Jetzt sollten wir Silvidos sehen können. Silvidos Version 601. Welche Version jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Ich habe mein Silvidos jetzt nicht direkt gekauft. Ich habe das von einer anderen Quelle, die ich mal gekauft habe. Ich habe da mal was gekauft gehabt, damals, schon lange her, für den C64, da war das mit bei. Wusste gar nicht, dass ich das habe, aber da ich mir das zigmal abspeichere und durch den Wohnungsbrand das jetzt glücklicherweise auch noch wieder habe, weil ich das zigmal gespeichert habe, habe ich das jetzt auch. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere noch andere Mittel und Wege, um sich an Silvidos um an Silvidos ranzukommen. Könnt ihr auch machen. Ich habe jedenfalls im Moment die Version 601 und mit F1 Device Not Present Error, F2, F3, F4, man kann hier die Dinger programmieren. Also das hat funktioniert. Das müsste ich jetzt einfach nur zukleben und schon habe ich Silvidos auf dem C64. So einfach ist das. Kann man jetzt auch noch mit anderen Kernel, Speedloader Kernels oder sowas machen. Ich habe noch vor, mir Erweiterungskarten hier für den User oder Expansionsport, wie auch immer, zu machen mit den ROMs, zum Beispiel Fastloader oder die Diagnose-Cartridge. Die kann ich mir jetzt selber machen, da muss ich bloß das File besorgen, auf das IC brennen,
die Karte ätzen oder ätzen lassen oder fertigen lassen, raufstellen. Dann habe ich die Diagnose-Cartridge. Das Ganze, was ich jetzt gezeigt habe, mache ich nochmal für den C128. Und da aber auch wirklich für den C128 und das Laufwerk, was drin ist, mit Yiffy-DOS. Das ist nochmal ein kleines bisschen anders, weil da der Kernel und das Basic auch schon auf dem 256er sitzt. Da ist einmal das C64 Basic drin und das C128 Basic drin. Also brauche ich jetzt ein 512er bzw. 1024er ROM. Muss ich mal gucken, was da geht. Oder ich sage mir einfach, Yiffy-DOS brauche ich nicht im C128-Modus. Das kann so bleiben, wie es ist. Und da müsste ich mich reinlesen, wie das genau ist. Aber da will ich es auch nochmal machen. Aber für das Laufwerk auf alle Fälle Yiffy-DOS. Dass ich auch die Geschwindigkeitsvorteile habe davon. Weil das geht wirklich bedeutlich schneller mit Yiffy-DOS. Aber ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach, das zu machen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan beim ersten Mal, aber wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. So, das wäre das, was ich euch zeigen wollte. Yiffy-DOS in den C64 kriegen. So, jetzt kann ich das hier schon wieder zuklappen. Das kann jetzt hier so stehen bleiben. Ich habe mir schon was bestellt. Da kommt noch mal ein Video, auch noch mal mit dem Programm, mit dem Programmer. Da brauche ich jetzt aber einen Adapter für. Den habe ich jetzt bestellt, damit ich eine Sache mal gucken kann. Vielleicht kommt da noch was. Es kommt auf alle Fälle noch was. Mit dem Programmer. Und einem Messgerät, sagen wir es mal so. So, das wäre jetzt das Video hier drüber. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich nachher gleich. Okay, tschüssi.